Auf diesem Kanal geht es darum zu zeigen, wie man produktive Gespräche auch über schwierige Themen führen kann. Dazu wende ich die Gesprächsmethode Sokratischer Weg an. Dazu später mehr, es folgen auch noch weitere Videos dazu. Ich habe mir dazu den Stefan eingeladen. Der Stefan ist der Überzeugung, dass Homöopathie eine wirksame Therapieform darstellt. Ich selber habe mal an die Homöopathie geglaubt, tue das jetzt aber nicht mehr. Unter diesen Vorzeichen könnte ich mit ihm natürlich super diskutieren, argumentieren oder sogar streiten. Ich werde nichts davon tun. Es geht vielmehr darum herauszufinden, was jemand glaubt, warum er das glaubt und wie man herausfinden könnte, ob das auch wirklich stimmt. Bitte seid in den Kommentaren nett zum Stefan, er und seine Freunde werden sich das Video garantiert ansehen. Ich möchte nicht, dass er hier persönlich angegriffen wird oder die Homöopathie niedergemacht wird. Generell gehört eine inhaltliche Diskussion hier nicht in die Kommentare. Wenn du eine starke Überzeugung zur Wirksamkeit der Homöopathie hast, dann schreib mir eine E-Mail, ist unten in der Beschreibung verlinkt, dann können wir auch gemeinsam so ein Gespräch führen. Das Video hier ist mit Kapiteln versehen, ihr könnt also gerne nach Belieben vor- und zurückspringen. Sollte euch das Gespräch selbst an irgendeiner Stelle dann mal zu lang werden, springt bitte zum Ende und seht euch zumindest meine kurze Analyse am Ende des Videos noch an. Links zur Website des Sokratischen Wegs findet ihr in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch unseren Discord-Server, wo jeden Sonntag eine Übungsrunde stattfindet, wo man diese Gesprächsmethode erlernen und üben kann. So, und jetzt schauen wir uns in aller Ruhe das Gespräch an. Ja, hallo Stefan, grüß dich. Freut mich sehr, dass das heute so schön geklappt hat. Wie ist das Wetter bei euch? Hat es Schnee? Wie ist es? Nee, tatsächlich, es hat kaum Schnee. Also es hat ein bisschen geschneit, es ist ein bisschen kalt, aber im Ruhrgebiet haben wir das eigentlich selten, dass mal richtig Schnee oder Winter ist. Mhm. Ja, bei uns hat es auch die letzten 2 Tage ziemlich geschneit und jetzt ist es wieder weg. So schnell geht's. Das ist in Österreich, oder? Ja, genau. Nahe Passau da. Also nicht weit nach Deutschland. Wir haben ja einige Mails hin und her geschrieben und wir möchten uns heute über deine Überzeugung unterhalten. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann haben wir uns eh schon ziemlich drauf geeinigt, die lautet, bei der Homöopathie handelt es sich um eine wirksame Therapie oder Therapieform. Ich weiß nicht, möchtest du an der Formulierung noch etwas ändern oder passt dir das so? Nö, das passt. Ja. Mhm. Okay. Ich fange mal ganz blatant an, auf einer Skala von 0 bis 100. Wie zuversichtlich bist denn du, dass diese Aussage auch wahr ist? Also 0 wäre so, du würdest nur Zweifel haben und 100 würde bedeuten, du bist ohne jeden Restzweifel davon überzeugt, dass das wahr ist. Na, es ist ein bisschen schwer zu sagen, was da an den 100%, die dann ideal wären, noch fehlt. Aber ich denke, man kann sich über nichts im Leben so immer zu ganz 100% sicher sein. Deswegen würde ich mal sagen, knapp 100%. Mhm. Kannst du verorten, wo du willst, 95, ja, 96. Wie viel 99,9er da man noch dran schreibt, ist klar. Gut. Nehmen wir mal an, du würdest jemanden treffen, der noch nie etwas von Homöopathie gehört hat. Wie würdest du dem das in aller Kürze mal erklären, was das ist? Also Homöopathie ist eine Therapiemethode aus dem großen Bereich der komplementären und alternativen Medizin. Mhm. Die wurde entwickelt ausgehend des 18. Jahrhunderts und dann im Beginn des 19. Jahrhunderts ursprünglich von einem deutschen Arzt, Samuel Hahnemann. Und sie basiert auf der Annahme oder auf der Überzeugung, dass ein Arzneimittel oder ein Stoff, der ganz bestimmte Symptome bei einem Gesunden auslösen kann, der ihn einnimmt, ob versehentlich oder absichtlich, spielt da keine Rolle, dass dieser Stoff ähnliche Symptome oder eine Krankheit mit ähnlichen Symptomen so beeinflussen kann, dass es zu einer Heilung kommt oder zu einer weitgehenden Besserung. Und das nannte dann der Hahnemann das Ähnlichkeitsprinzip. Und das ist die Grundlage der Homöopathie, dass man halt davon ausgeht, dass Ähnliches durch Ähnliches geheilt wird. Okay. Was bedeutet es im Konkreten jetzt, wenn man sagt, eine Therapie ist wirksam? Naja, eine Therapie ist dann wirksam, wenn sie wiederholt oder nach bestimmten Regeln und immer wieder zum therapeutischen Erfolg führt. Das kann so aussehen, dass Krankheitsbeschwerden sich deutlich und nachhaltig und anhaltend lindern. Es kann auch so sein, dass Krankheiten komplett verschwinden.
Aber das muss diese Therapie natürlich nach bestimmten Grundsätzen, nach bestimmten Regeln und auch objektivierbar immer wieder zeigen. Wann bist du denn auf die Überzeugung gekommen, dass die Homöopathie eine wirksame Therapie darstellt? Hattest du die schon immer oder wie war das bei dir? Nee, die hatte ich überhaupt nicht immer und anfangs hatte ich die auch so gar nicht. Also ich bin ja Heilpraktiker von Beruf und war dann damals auf einer Heilpraktikerschule und dann hatten wir, das war tatsächlich eine Vollzeitschule und da hatten wir auch Unterricht in Homöopathie und ich hatte bis dahin gar keine Berührungspunkte mit Homöopathie und fand auch die ersten Erklärungen und Ansätze zumindest mal merkwürdig oder gewöhnungsbedürftig. Und dann erfährt man aber mit der Zeit über oder von Behandlungserfolgen und von Fällen, wo das wunderbar gewirkt haben soll. Und da ich das dann einigermaßen erlernt habe, habe ich es dann auch selber ausprobiert. Und dann stellt sich der Erfolg aber nicht sofort ein. Die Homöopathie ist relativ kompliziert, auch in der Anwendung und relativ komplex. Man kann auch vieles falsch machen. Und das führt dann natürlich dazu, dass man den Erfolg, den man sich wünscht, nicht hat. Und mit der Zeit aber nahm das zu, nahm die Erfolge zu. Ich habe mich auch immer gefragt, ob die Erfolge auch noch einen anderen Grund haben konnten im Einzelfall. Und oft ist das ja so, ne? Dass man nicht genau weiß, warum jetzt eine gewisse Entwicklung stattfindet. Aber dann gab es doch zunehmend auch Behandlungsabläufe, in denen andere Erklärungen überhaupt nicht mehr möglich waren oder nicht mehr nahe lagen. Und dazu kam dann noch das wissenschaftliche Arbeiten, die ich dann mit der Zeit lesen konnte. Das kann man ja so aus der Lameng auch nicht. Das muss man sich auch erstmal aneignen und das muss man auch lernen, dass die dann auch ganz offensichtlich zeigten, dass an dieser Therapie, an diesem Ähnlichkeitsprinzip irgendwas dran sein muss. Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie viele Jahre vergangen sind, bis das für mich tatsächlich eine Überzeugung wurde. Aber eine ganze Weile hat das gedauert. Und dieser Beginn meiner Praxis liegt ja jetzt auch schon roundabout 35 Jahre zurück. Also mittlerweile kann ich schon sagen, diese Überzeugung ist seit, sagen wir mal, deutlich 30 Jahren meine Überzeugung. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war das deine Therapiearbeit und die Rückmeldungen, die du da gekriegt hast, die dich dann schlussendlich überzeugt haben. Das war der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, ich meine, wenn du anfängst mit so einer Therapie, und das ist auch völlig egal mit welcher, und auch egal, ob das jetzt eine alternative oder eine herkömmliche Therapie ist, dann musst du dich ja zunächst auf die Erfahrung anderer verlassen, denn zunächst hast du selber keine. Und das ist mal der Beginn, ne? Und wenn du dann eigene Erfahrungen machst und die sind positiv, dann wächst halt einfach deine Zuversicht in diese Therapie. Und dazu halt sozusagen als Fundament oder als Untermauerung verschiedene wissenschaftliche Arbeiten, aus denen dann hervorging, dass die Therapie auch sozusagen unter einer wissenschaftlichen Kontrolle sich als wirksam erwiesen hat. Da muss man dann dazu sagen, nicht alle Versuche und nicht alle Studien haben gezeigt, dass das funktioniert. Manche haben gezeigt, es funktioniert nicht oder haben nicht gezeigt, dass es funktioniert. So ist es eigentlich richtiger. Und andere haben aber gezeigt, dass es funktioniert. Und in Summe jedenfalls hat sich dann daraus meine heutige Überzeugung entwickelt. Das wollte ich eh gerade dazu sagen. Also zum einen ist die persönliche Erfahrung und zum anderen Literatur und Studien oder ja, Arbeiten, die du gelesen hast. Kannst du sagen, ob eins von den beiden wichtiger war? Naja, vielleicht ist es dann am Ende doch die eigene Erfahrung, weil wenn du viele Studien liest oder viele Aussagen anderer Menschen liest, dass irgendetwas gut funktioniert und du es dann aber in deiner eigenen Praxis nicht umsetzen kannst oder es da nicht funktioniert, dann, naja, dann wirst du zumindest an deiner eigenen Fähigkeit zweifeln, vielleicht nicht an der Methode, aber dann an deiner Fähigkeit, sie umzusetzen. Ja, ach, ich weiß gar nicht, ob ich einem der beiden Einflüsse mehr Gewicht zumessen würde. Dann frage ich mal anders. Nehmen wir einfach mal an, es würde sich herausstellen, das ist ein Gedankenexperiment, einfach, wir nehmen an, es würde sich herausstellen, nachvollziehbar, dass
eine, mehrere oder viele Studien, die du gelesen hast, sich als falsch herausstellen würden, was würde das mit deiner Überzeugung machen? Schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass sie wirklich fundamental sich ändern würde, weil nach 30 Jahren Praxiserfahrung und ich muss dann auch sagen, tatsächlich immer kritischem Hinschauen, welche Einflüsse verantwortlich sein konnten oder können für eine Verbesserung oder für eine Genesung, ist dieser Bereich schon ziemlich wichtig, ne? Und es würde ja eine Studie, die sich vielleicht als doch nicht so aussagekräftig erweist, würde ja an meinen praktischen Erfahrungen wiederum nichts ändern. Die wären ja trotzdem die, die ich mache. Außerdem müsste es schon oder dürfte es nicht nur eine Studie sein, die sich vielleicht bei genauer Betrachtung als problematisch, erweist und auch nicht irgendeine. Weil es gibt natürlich Studien von sehr unterschiedlicher Qualität. Und es gibt auch Studien, die sind schon 20 Jahre alt. Da galten ganz andere, Regeln für die Beurteilung von Studien zum Beispiel. Und es gibt Grundlagenforschung, die ja insofern noch ein bisschen valider ist, würde ich sagen, weil sie ganz gut zu reproduzieren ist. Dann machen wir einfach mal die Gegenprobe. Wenn wir jetzt hypothetisch annehmen, dass sich bei dir der Therapieerfolg nie eingestellt hätte, du aber trotzdem diese Studien gelesen hättest und die Studien überzeugend sind, was hätte das mit deiner Überzeugung gemacht? Also wenn ich der Überzeugung wäre oder zu dem Ergebnis käme, die Studien sind gut gemacht und belegen eine Wirksamkeit, dann und ich hätte die praktische Erfahrung nicht gemacht, würde ich an meinen Fähigkeiten zweifeln, würde vielleicht sagen, das ist nichts für mich. Ich werde Patient, wenn ich mal was habe, aber ich werde sie nicht anwenden. Also ich kenne viele Disziplinen, die ich nicht beherrsche, von denen ich aber sehr sicher bin, dass sie wichtig sind oder richtig sind und gut sind. Ich bin auch kein Chirurg. Trotzdem weiß ich, dass das eine super Disziplin ist. Okay. Mal eine andere Frage. Du hast vorhin schon festgestellt, dass es ja, dass, also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würdest du die Homöopathie schon in die Alternativmedizin einteilen. Du kannst mir ruhig widersprechen, wenn du das anders siehst. Aber ich glaube, das ist ganz eingangs gefallen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Medizin. Ich weiß nicht, was du für Wortwahl gebrauchen würdest da. Kennst du oder sind dir alternativmedizinische Ansätze bekannt, von denen du nicht überzeugt bist, dass sie wirken? Oder von denen du Ja. überzeugt bist, dass sie nicht wirken, sagen wir mal so. Naja, ich habe sie nicht ausprobiert. Ich kann sie also selber aus eigener Erfahrung schlecht beurteilen oder gar nicht beurteilen. Ich habe mich auch bei vielen Therapien gar nicht befasst mit einer wissenschaftlichen Grundlage zum Beispiel. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es Therapieverfahren gibt, die eingesetzt werden, obwohl sie nicht spezifisch wirksam sind. Aber ich könnte dir jetzt keine sicher benennen, weil dafür würde ich dann von mir selber auch erwarten, dass ich mir das Konzept genau anschaue, dass ich mir, sofern sie vorliegen, Studien anschaue oder wissenschaftliche Arbeiten und dass ich mich vielleicht mal zu jemandem in die Praxis setze und schaue, was der da tatsächlich therapeutisch tut. Und würde mir dann daraus eine Meinung bilden. Aber jetzt so über eine Therapiemethode zu urteilen, wüsste ich nicht, schlag mal eine vor, aber. Ja, ich versuche halt deine Beispiele zu benutzen und nicht meine eigenen einzubringen, Ja. aber es gibt zum Beispiel keine Ahnung, schlag mich tot, da gibt es ein paar Sachen. Germanische Medizin fällt mir da ein. Da gibt es Leute, Germanische. ja, weiß nicht, Dr. Hammer. Ja, wenn du davon nicht gehört hast, ich versuche was anderes. Es gibt Leute, die sind überzeugt, dass ihre Heilsteine Krebs heilen oder was weiß ich, ja. Und da gibt es auch Leute, die sitzen sich da den Therapeutenhut auf und lehren das und betreiben das. Wie stehst denn du dazu? Also ich kann zu Heilsteinen oder irgendeiner Wirkung oder Nichtwirkung von Heilsteinen nichts sagen. Ich habe da vielleicht eine persönliche Meinung, aber das ist mehr ein Gefühl als ein wirkliches Wissen. Was ich wichtig finde, ist, wenn wir hier darüber reden, dass wir
dass wir kranke Menschen therapieren, die mit einer gewissen Hoffnung zu einem Therapeuten gehen. Sei das jetzt ein Arzt, ein Heilpraktiker oder was auch immer. Dass es immer darum geht, dass man dem Patienten nicht schadet und dass man ihm nach Möglichkeit hilft und dass es ihm nachher besser geht. Und das ist mal immer eine Prämisse. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass das, was ich therapeutisch kann, das ist mal in erster Linie Homöopathie, dass das in einem bestimmten Fall nicht helfen wird, weil die Voraussetzungen nicht stimmen oder die Möglichkeiten nicht gegeben sind, dann werde ich das auch so kommunizieren. Es geht immer darum, dass es Patienten nach Möglichkeit besser geht. Und wenn es eine andere Therapie gibt, die ich kenne, die zuverlässig wirkt, oder also ganz zuverlässig ist ja nie irgendwas, aber die ziemlich zuverlässig wirkt, am besten noch ohne Nachteile, also ohne Nebenwirkungen, und die auch leicht zu haben ist, das kommt mal auch noch dazu, dann würde ich immer dazu raten. Und wenn sich jemand zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin begibt, die dann Heilsteine verwendet, auflegt oder was weiß ich, wie man die einsetzt, und der Patient sagt, meine Erkrankung verschwindet oder meine Beschwerden sind weg, und man ist dabei auch medizinisch so rücksichtsvoll, dass man dann das Ganze auch kontrolliert und nicht, dass irgendeine Erkrankung einfach weiter fortschreitet und der Patient nur sagt, er fühle sich besser, denn damit ist ja nichts gewonnen. Also wenn man das alles kontrolliert und eine entsprechende Sorgfaltspflicht an den Tag legt, dann würde ich angesichts eines solchen Verlaufs sagen, Chapeau, ich verstehe es nicht, aber wenn es so ist, dann kann ich da schlecht gegen argumentieren. Okay, ich verstehe dich jetzt schon viel besser. Ist ja mein Ziel hier, dass ich auch deine Überzeugung besser verstehe. Aber mal zurück zum Kernthema. Wie können wir feststellen, ob oder wa was für Tests, Experimente oder welche, wie kommt man zur Erkenntnis, dass jemand, dass eine Therapieform in einem speziellen Fall jetzt, dass das gewirkt hat? Das ist, glaube ich, tatsächlich in vielen Fällen schwer zu sagen, weil man, und das hat jetzt auch wieder erstmal nichts spezifisch mit Homöopathie zu tun, weil man als Therapeutin oder Therapeut immer auch als Person da ist, man redet mit Patienten, man hat also zumindest schon mal das Gespräch. Und auch das kann ja schon eine therapeutische Wirkung haben. Dann setzt man eine spezifische Therapie ein, Homöopathie oder konventionelle Medikamente oder traditionell chinesische Medizin oder was auch immer. Und danach hat man irgendeinen Effekt. Also im besten Sinne einen positiven Effekt. Man kann dann überlegen, ob man diesen Effekt anderen, also sogenannten Kontexteffekten zuschreiben kann. Das kann ja sein. Also es könnte sein, dass eine Patientin oder ein Patient zu Beginn der Behandlung mit einer ganz großen Hoffnungshaltung kommt und mir sagt, ich weiß, dass sie mir helfen werden, weil Homöopathie hat mir schon immer geholfen. In dem Fall kann ich damit rechnen, dass eine gewisse Autosuggestion, also der Wunsch, die Hoffnung, etwas dazu beiträgt, dass es besser wird und vielleicht die Arznei, die ich gebe, gar nicht wirkt. Das kann ich aber dann in dem Fall auch nicht trennen. Es könnte sein, dass sie geholfen hat, es kann aber auch sein, dass es andere Effekte gab. Oder dass ich eine Erkrankung behandeln soll, die sowieso die Tendenz hat, von alleine wegzugehen. Aber da muss ich auch zu sagen, dass die Patientinnen und Patienten in meiner Praxis häufig nicht zuerst zu mir kommen, sondern oft austherapiert sind. Die haben von ihren Ärztinnen und Ärzten gehört, ich weiß nicht, was ich mit ihnen noch machen soll. Die haben alle möglichen Therapien ausprobiert und haben bis dahin keinen oder kaum Erfolg erfahren. Und kommen dann nicht unbedingt mit der größten Hoffnung zu mir in die Praxis. Das heißt also, dieser Hoffnungseffekt, der ist in vielen Fällen von vornherein gar nicht da. Darf ich da kurz dazwischen springen? Na klar. Du hast, glaube ich, ganz was Wichtiges gesagt, dass eben viele Leute austherapiert herkommen. Gibt es Krankheitsbilder, die du nicht behandeln würdest, weil du sagst, hey, da musst du jetzt zu einem anderen Spezialisten oder so? Oder? Ja. Ja, klar. Also es gibt Krankheitsbilder, in denen eine andere Therapie angezeigt ist, weil die da bewährt und sicher und so weiter ist. Das sind zum Beispiel alle chirurgischen Krankheiten. Also Gallensteine zum Beispiel, die man chirurgisch entfernen sollte oder muss, weil die halt anders da nicht mehr rauskommen, oder Stein oder Nierensteine und ähnliches. Solche Erkrankungen gibt es natürlich. Es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen,
bei denen ich auf gar keinen Fall dazu raten würde, sie ausschließlich homöopathisch zu behandeln, weil die Homöopathie hat ja auch einige Nachteile. Zum Beispiel kann sie nur funktionieren, wenn ich als Homöopath ein passendes Mittel finde. Und ich habe da eine relativ große Auswahl. Ich muss also da mit ziemlich viel Geschick und auch mit einer guten Symptomatik von Seiten der Patienten versuchen, ein passendes Mittel zu finden. Wenn mir das nicht gelingt, dann habe ich keine wirksame Therapie und die Krankheit schreitet voran. Das heißt, ich muss schon immer auch überlegen, ob es eine Therapie gibt, die für den Patienten oder für die Patientin gut verträglich und wirksam oder möglichst wirksam ist und immer in diesem Sinne entscheiden. Und bei Krebspatienten zum Beispiel, die relativ oft auch zu Homöopathinnen und Homöopathen gehen, weil die in ihrer Verzweiflung auch verständlicherweise jeden Strohhalm ergreifen, würde ich niemals abraten von einer konventionellen onkologischen Behandlung. Gleichzeitig sehe ich aber, dass man einige Zustände dieser Krebspatienten, zum Beispiel Nebenwirkungen der konventionellen Therapie oder auch Begleitsymptome, die die oft haben, homöopathisch ganz gut behandeln kann. Und wenn ich das weiß, dann wäre es auch ethisch nicht in Ordnung, das zu versagen und es überhaupt nicht anzubieten. Ich kenne ja die Diskussion um Homöopathie bei Krebs und so weiter. Das darf man nicht verengen auf die Fälle, die es womöglich auch gibt, wo dann Kolleginnen oder Kollegen ausschließlich homöopathisch arbeiten und von jeder anderen Therapie abraten. Also das ist natürlich fahrlässig, aber ein vernünftiger Homöopath macht sowas, glaube ich, nicht. Gut, wenn wir jetzt mal. Du hast eh gerade die Diskussion angesprochen, die es in diesem Feld natürlich gibt. Stellen wir uns mal jemanden vor, der jetzt in der klassischen Medizin zu Hause ist und der auch die Studien gelesen hat, die du gelesen hast, und der hält das alles für Blödsinn und der ist da überhaupt nicht davon überzeugt. Was wäre dem sein stärkstes Argument dafür? Dass die Ja, also, Homöopathie keine wirksame Therapie ist. naja, da musst du wirklich diese Leute fragen, die Studie, die ich für valide und zuverlässig halte, gleichzeitig für was auch immer halten, für unzuverlässig oder für nicht valide. Da prallen einfach unterschiedliche Einschätzungen aufeinander. Das, also anders kann ich dir die Frage beim besten Willen Es nicht beantworten. Ich geht kann nur vielleicht. darum. Es geht nur darum zur Erklärung, dass man sich ein bisschen reinversetzt in die Gegenseite und da mal prüft, wie denkt der. Und eigentlich möchte ich jetzt zu einem Punkt kommen, so wenn man jetzt zwei Leute hat, die da unterschiedliche Sachen hereininterpretieren, da ist einmal der Stefan, der ist überzeugt, dass die Homöopathie eine wirksame Therapie darstellt. Und dann ist da dieser klassische Mediziner, Chirurg, Hausarzt, was weiß ich, der genau der gegenteiligen Ansicht ist. Wie könnte man objektiv feststellen, wer von den beiden recht hat? Gibt es da eine Möglichkeit? Ich glaube nicht. Also für jemand, der außen steht und nicht auch bereit ist, zum Beispiel Homöopathie als Therapie mal auszuprobieren, weil dann hätte er ja die eigene Erfahrung möglicherweise, glaube ich, gibt es da keine Möglichkeit. Ich muss auch noch mal vielleicht sagen, dass also die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die Homöopathie betreiben, sind ja im Prinzip konventionelle Mediziner. Die sind so ausgebildet, haben zum Teil jahrelang in ihrem Bereich gearbeitet. Und haben die Homöopathie entweder noch dazu erlernt oder sind irgendwann ganz auf die Homöopathie gewechselt. Also da ist ja dieser wissenschaftliche Hintergrund da. Und was die Kritik an homöopathischen Studien angeht, habe ich da eine Menge gelernt. Ich finde, dass tatsächlich einige Studien, von denen ich zunächst dachte, die sind bestimmt super, der Kritik, die es da gibt, wirklich nicht standhalten. Oder zumindest ist die Kritik in diesen Bereichen oder an diesen Punkten berechtigt. Ich würde ansonsten mit jemandem, der eine Studie, die ich nach genauer Anschauung für valide halte, der die nicht für zuverlässig hält, würde ich ins Detail gehen. Da würde ich anfangen wollen zu diskutieren, weil ich mittlerweile glaube, dass ich das ganz gut einschätzen kann, ob eine Studie aussagekräftig ist oder nicht. Wenn jetzt angenommen eine Studie rauskommt, sagen wir, okay, es gibt hunderte Studien zu dem Feld wahrscheinlich oder tausende, wenn jetzt eine Studie rauskommt, die den formalen Ansprüchen einer Studie jetzt genügt, und die zu dem Ergebnis kommt, dass Homöopathie nicht wirksam ist, wie würdest du damit umgehen oder
Wie würdest du mit dieser Studie verfahren? Also ganz grundsätzlich kann man wissenschaftlich eine Unwirksamkeit irgendeiner Therapie gar nicht in einer Studie nachweisen. Man kann immer nur sagen, dass der Nachweis der Wirksamkeit nicht gelungen ist. Bei der Homöopathie kommt noch dazu, dass in den meisten Studien, also ich würde jetzt sehr in so ein Studiendesign gehen müssen, um das zu erläutern, wenn das okay ist. Ja, klar. Also in den meisten klinischen Studien geht es darum, ob eine bestimmte Therapie oder ein bestimmtes Medikament wirksam ist bei einer ganz bestimmten Erkrankung. Und wenn ich jetzt ein homöopathisches Arzneimittel einsetze bei einer ganz bestimmten Erkrankung und es zeigt sich als nicht wirksam, dann weiß ich erstmal nur, dass dieses Arzneimittel bei dieser Erkrankung nichts bringt. Ich weiß aber nicht, ob nicht ein anderes homöopathisches Mittel bei dieser Erkrankung hilfreich wäre. Es gibt da, na, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn ich da einzelne Studien anführe, aber das ist ja das, der Charakter der Homöopathie ist ja, dass du bei ein und derselben Erkrankung, nehmen wir mal als Beispiel Heuschnupfen, ich weiß nicht, wie viele zig verschiedene homöopathische Arzneimittel einsetzen kannst und je nach individueller Symptomatik der Patientin oder des Patienten kommt das Mittel A, B, C und so weiter dann zum Einsatz. Das heißt, ich könnte keine Studie machen, bei der ich allen Heuschnupfenkranken nur ein einziges Mittel gebe und dann hoffen, dass das positiv ausgeht, sondern ich müsste im Grunde jeden Kranken individuell behandeln. Und dann ist die Beurteilung einer solchen Studie schon wieder schwieriger, weil dann geht es um die Qualität des Homöopathen. Schafft er das wirklich auch in vielen Fällen, richtiges Mittel zu finden? Oder ist es nicht oft so, und das ist in meiner Praxis auch oft so, dass das erste Mittel, das ich wähle, nicht hilft, das zweite vielleicht auch noch nicht und dann erst das dritte? Das ist übrigens eine Beobachtung, die wir auch relativ oft machen, die im Übrigen auch gegen, also in diesen Fällen, gegen Placebo-Effekte spricht. Mal wenn ich zunächst daneben liege und der Patient sagt mir, es tut sich nichts. Und beim zweiten Mittel sagt er auch, es tut sich nichts. Und beim dritten wird es dann plötzlich besser, ohne dass ich das erwarten dürfte durch, was weiß ich, Witterung oder natürlichen Krankheitsverlauf. Diese ganzen Kontexteffekte muss man natürlich ausschließen, klar. Ja, dann. Wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, dass diese Studien auf den Individu also das Design auf den individuellen Menschen zugeschnitten sein muss, ja? Und wir haben das gerade erörtert am Beispiel einer Studie, die jetzt die Wirksamkeit der Homöopathie nicht nachweisen kann, ist da der Zugang zu Menschen und die Geschicklichkeit des Durchführenden der Studie, dass der größte Teil des Unterschieds zwischen einer Studie, die die Wirksamkeit belegen und und einer, die die Wirksamkeit nicht belegt. Oder gibt es da andere Faktoren? Ich denke, dass das also auf jeden Fall dazu führen kann, dass man eine Studie schwer beurteilen kann. Es gibt so ein paar ganz wenige klinische Zustände, die sind über die Symptomatik, die sie zeigen, so genau definiert, dass man versuchen könnte, die mit einem einzigen Mittel zu behandeln und zu schauen, ob das bei diesem konkreten Fall funktioniert. Da gibt es auch ein, zwei Beispiele. Und die müsste man jetzt in einem nächsten Schritt replizieren, die müsste man wiederholen, dafür bräuchte man ein großes Patientengut oder Probandengut, dafür bräuchte man relativ viel Geld, also so eine groß angelegte Studie ist schnell mal sechsstellig, und dafür bräuchte man halt, man bräuchte unabhängige Gelder, weil ein Vorwurf, der immer gemacht wird gegenüber Homöopathiestudien ist, dass die homöopathischen Hersteller, die finanzieren, und damit natürlich ein Interesse haben, klar, ist in der konventionellen Medizin jetzt auch nicht anders, aber ist halt ein Argument und das kriegst du nur los, indem du eine unabhängige Finanzierung hast. Da ist es dann aber wieder staatliche Finanzierung zum Beispiel für eine Therapie, die doch eh nichts bringt, ist rausgeschmissenes Geld und so dreht sich das dann immer irgendwie im Kreis und da kommen wir leider zu keiner Einigung. Alles gut. Also ich muss sagen, ich verstehe schon viel besser deinen Standpunkt. Danke fürs Erzählen. Wir haben auch jetzt eine halbe Stunde geredet, ohne dass es irgendwie aufgefallen wäre. Sehr cool, Das freut war mich. interessant. Ganz zum Schluss noch eine Frage. Gibt es eine Frage? Also ich bin ja hier am Fragen stellen. Hier das mal wegklicken da. Ich bin ja nur am Fragen stellen. Gibt es eine Frage, die du interessant gefunden hättest in diesem Gespräch, die ich dir aber nicht gestellt habe, die dir jetzt in den Sinn gekommen ist im Laufe des Gesprächs?
Muss ich mal überlegen. Es gibt Dinge, die ich gerne noch erzähle zur Homöopathie, weil ich einfach ganz gerne über Homöopathie auf diese Weise auch erzähle. Das heißt, was mich stört an dem öffentlichen Bild der Homöopathie, ist, dass Homöopathinnen und Homöopathen oder auch die Patienten als wissenschaftsferne Schwurbler, die gefährliche Dinge tun, weil sie wirksame Therapien verhindern und so weiter dargestellt werden, oder als Betrüger oder als Scharlatane und so weiter. Und ich finde, dass Therapeutinnen und Therapeuten insgesamt erstmal sich darauf committen sollten, dass es in Therapie immer darum geht, kranken Menschen zu helfen. Und diese Absicht oder diese Absicht, die wir auch haben, die sollte man erstmal nicht in Frage stellen. Die stellen wir unseren Gesprächspartnern gegenüber auch nicht in Frage. Und die Darstellung von Homöopathie durch Kritiker, die es ja gibt und die auch, was auch richtig ist, ne, dass man kritisch drauf schaut, das ist immer richtig, ist halt in weiten Teilen auch falsch. Und die haben es auch nicht richtig verstanden, vielfach. Und da würde ich gerne erstmal auf einem zu einer Basis finden, zu einer Gesprächsgrundlage. Und das wäre mir wichtig. Aber dazu ist, glaube ich, unser Gespräch gar nicht gedacht und die Zeit reicht auch nicht. Es ist zum Basisfinden schon gedacht, ja. Aber die Zeit reicht wirklich nicht. Ich habe gerade die Meldung bekommen, wir haben wirklich das 40 Minuten Zeitlimit hier. Ich danke dir sehr herzlich fürs Gespräch. Wenn du noch Gegenfragen hast oder so, dann kannst du es jetzt noch kurz stellen. Ansonsten würde ich einfach sagen, danke soweit. Na, sehr gern geschehen. War ein angenehmes Gespräch. Dank dir. Alles cool. Und ich hoffe, dass du, dass ich dein Bild von der Homöopathie, das du vielleicht hast oder hattest, vielleicht auch ein bisschen ändern konnte. Wie auch immer. Mir ging es eigentlich nur darum, warum findest du deine Argumente überzeugend, wenn ich ganz ehrlich bin. Und mit dieser Gesprächstechnik kommt man eher dahin. Ja, natürlich hast du auch als Therapeuten Interesse, wenn du dich viel damit beschäftigst, dass du das halt erzählst. Ja, aber mein Hauptauftrag hier ist, du hast Argumente. Warum findest du diese Argumente überzeugend für deine eigene Überzeugung? Ich habe selber meine Überzeugungen schwer hinterfragt und versuche auch, dass ich Leute mit produktiven Gesprächen einfach dazu hinführe, mal über sich selbst auch nachzudenken. Ich hoffe, das ist auch rübergekommen. Ja, eindeutig. Passt. Du, danke dir. Gern geschehen. Also das war jetzt, denke ich, ein sehr interessantes Gespräch. Ich möchte hier versuchen zu analysieren, was ich vielleicht besser hätte machen können und was ich vielleicht nicht so schlecht gemacht habe. Was mir prinzipiell immer sehr leicht fällt, ist irgendwie Rapport aufbauen und Gesprächsklima. Das ist aber auch in diesem Fall schon im Vorfeld passiert. Die Eingangsfrage, die konnte ich mir ein bisschen zurechtlegen, weil ich das Thema schon wusste. Ich denke, die Frage war sehr gut gewählt. Ich habe Ihnen einen Schummelzettel, bitte nicht, lasst euch nicht abblenden, wenn ich da mal hinschaue. Als das aufkam, dass man die homöopathischen Mittel nach bestimmten Regeln und Grundsätzen auswählt, da hätte ich besser einhaken und dranbleiben sollen. Ähnlich verhält es sich beim Ähnlichkeitsprinzip. Und als wir über die Wirksamkeit selbst geredet haben, da habe ich irgendwie nach Schema F bin ich viel zu schnell vorgeprescht, hätte ich mir mehr Zeit lassen sollen und müssen. Ein richtiger Fehler, den ich mir ankreiden muss, als ich nach seinem Beispiel für eine andere Heilmethode gefragt habe, da hat er gesagt, ihm fällt jetzt keine ein. Ihm ist dann aber ganz am Schluss vom Gespräch noch eine eingefallen. Also ich habe dann das Beispiel gebracht mit der neuen germanischen Medizin, mit dem konnte er nicht so viel anfangen. Ich hätte da besser nochmal nachgefragt oder versuchen, ein Beispiel von ihm heraus zu finden. Der Beweis dafür, dass das wahr ist, ist einfach, ihm ist dann zum Schluss ein eigenes Beispiel eingefallen, nämlich die chinesische Medizin. Das hätte uns viel Zeit erspart. Naja, eventuell gibt es ja mal ein Review-Video, so wie das hier, nein, hier wird eingeblendet, da ist es verlinkt, sowas haben wir schon mal gemacht, ein Gespräch von Karl, wo die Kollegen vom Sokratischen Weg sich hinsetzen und das Gespräch auf die Gesprächsführung hin überprüfen, was man besser hätte machen sollen. Ich bin mir sicher, die Kollegen finden da noch einiges mehr raus.
Also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, das war nicht das schlechteste sokratische Weggespräch, das ich bis jetzt geführt habe, aber auch nicht das beste. Es war ganz brauchbar, meiner Meinung nach. Es ist ein Lernprozess. Ich bin ganz zufrieden. Das passt. Ja, übrigens hat sich der Stefan, mein Gesprächspartner, auch umgehend für die Gesprächstechnik zu interessieren begonnen und hat das einen sehr innovativen Ansatz empfunden, weil der Diskurs einfach vergiftet ist und immer wird nur draufgehaut und so hat man mal die Möglichkeit, wirklich produktiv ein Gespräch zu führen auf Augenhöhe, ohne dass man sich beflegelt. Das hat ihm sehr gut gefallen. Wir haben danach noch gesprochen und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir uns vielleicht nochmal treffen, ob wir uns privat auf ein Bier treffen oder ob wir nochmal so ein Gespräch führen, das wird die Zukunft zeigen. Für den Fall der Fälle, ich schicke dir den ersten von diesen drei Stressbällen, die ergeben ein kleines Zahnrädchen, die in unserem Gehirn drin sind. Dann schicke ich dir zu, vielleicht willst du die anderen beiden ja auch noch sammeln. Ich mache das mal, um dich zu motivieren. Das wäre ziemlich cool. Danke fürs Zuschauen, Leute, und für die Geduld. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Wenn du es bis hierher geschafft hast, ich bin stolz auf dich. Wir sehen uns. Bis bald.